Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Turnier mitten im Fluss. Ich begrüße Sie nun alle ganz herzlich zu dem diesjährigen Turnier. Wir hoffen, dass Sie ein amüsantes Turnier bekommen werden. Unter den Teilnehmern finden sich wieder die besten Kämpfer der Welt. Auch der letztjährige Sieger Susak ist dabei. Aber auch eine Menge Neulinge starten ihr Debüt. Wir hoffen wir, dass es nicht dessen letzten Kampf werde. Yep, hoffe ich mal, dass der Held hier noch nicht stirbt. Das Turnier soll nun beginnen. Ja. Für den ersten Kampf machen sich bitte Arafat und Natral fertig. Natral hat eine sehr gute Zauberkraft. Merke dir diese Energie vor und achte, wie dessen Gegner versucht, seine Attacken abzuwehren. Ja, gut. Der Magier gegen den Wüstenmann. Und nun der erste Kampf. Auf der linken Seite der Meister der Magie, Natral. Und auf der rechten Seite, extra aus der Wüste von Felicia angereist, Arafat. Auf einen fairen Kampf. Junge, jetzt hau drauf. Er lädt seine ganze Energie auf. Au. Eismagie. Wow. Geld dir gar nichts aus. Nein, sag nicht, dass du aufgibst. Steh auf, Junge. Ich warne dich. Ich gebe auf. Unglaublich. Arafats Schlag wurde kaum wahrgenommen. Und dann wurde Arafat auch noch eiskalt erwischt. Damit heißt der Sieger dieses Matches Natral. Gut. Gegen den will ich nicht unbedingt kämpfen. Arafat war ein Anfänger und leichte Beute für Natral. Hast du gesehen, wie mächtig seine Magie ist? Seine Magie scheint gut zu sein, aber mehr auch nicht. Sei froh, dass er nicht schon in der ersten Runde dein Gegner war. Für den nächsten Kampf machen sich bitte Galan und Opolos bereit. Ein Zwerg, oder? Ein Zwerg gegen einen Piraten. Gut. Nun kommen wir zum nächsten interessanten Kampf. Auf der linken Seite der kleine und wendige Zwerg Opolos. Und auf der rechten Seite der König der Meere, Gadan. Auf einen fairen Kampf. Oh. Flop. Hat wohl gepennt. Einfacher Kampf, schnell zu Ende. Unglaublich, ein kleiner Fehler von Galan und schon kommt Opolos den Kampf für sich entschieden. Damit heißt der Sieger dieses Kampfes Opolos. Muah, ich bin der Größte. Oder auch nicht. Yep, Winzling. Ein flinker Zwerg, wo gibt's denn sowas? Dieser Barat hat den Zwerg aber ganz schön unterschätzt. Ja, kann man so sagen. Für den nächsten Kampf machen Sie bitte Susak und Gutfried bereit. Susak, der Gewinner des letzten Turniers. Was? So, jetzt kommt wieder ein großartiger Kampf. Auf der linken Seite ein mutiger Kämpfer, der es mit Susak aufnehmen wird. Gutfried! Ein Bauer wohl eher. Auf der rechten Seite der stärkste Kämpfer der Welt, der unbezwingbare und geniale Susak. Auf einen fairen Kampf und dass Gutfried überleben wird. Oh. Nimm dies. Und das, dann das. Mist, nimm dies. Uff, stirb du Elendiger. Ich will hier weg. Ich muss hier weg. Hilfe. Igitt. Der arme Gutfried. Damit heißt der Kampf, der Sieger dieses Kampfes, Susak. Wow.
Eiskalt, dieser Susak. Phil, tu mir einen Gefallen, sollte es zu einem Kampf gegen ihn kommen. Flieh so schnell du kannst. Ich werde ihn besiegen. Oh Gott. Phil, verdammt nochmal, hast du das nicht gesehen? Dieser Bauer konnte schlagen, solange er wollte. Gegen die Kraft von diesem Ninja hattest du keine Chance. Ich werde ihn besiegen. Hat er noch einen anderen Spruch mittlerweile auf Lager? Der will unbedingt sterben. Phil, bist du verrückt geworden? Und für den nächsten Kampf machen sich bitte Phil und Maestrik bereit. Ein interessanter Kampf zwischen zwei Anfängern wird ihnen nun geboten. Auf der linken Seite ein kleiner Kämpfer aus Renosdorf. Phil, du schaffst es, gib nicht auf. Und auf der rechten Seite der unbekannte Magier aus Triboli, Maestrix. Auf einen fairen Kampf. Ja, schlagt. Ich darf nicht selbst kämpfen. Ist verdammt, er ist gut. Achtung, Phil, er lädt seine Magie auf. Zuschlagen nicht. Au. Tja. Ich glaube, das war's schon. Habe ich ja es ja gesagt. Ich glaube langsam, das ist für mich wirklich. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Genau, ja genau, zeig den Phil. Queselauf. Nur einmal. Mal sehen, wer es merkt. Ich glaube, ich gebe auf. Der Kampf ist damit vorbei. Und der Sieger dieses Matches heißt Maestrix. Was? Wieso? Warum? Aufgrund dessen, dass Phil der Kämpfer, dass sich der Kämpfer Phil nicht an die Regeln gehalten hat, wird dieser Kampf zugunsten von Maestrix entschieden. Egal, ob er aufgegeben hat oder nicht. Guiding Force sind in diesem Turnier aufgrund der Stärke nicht zugelassen. Nach der Regelauslegung werden sie hier im IT von diesem Turnier gebannt und haben keine Erlaubnis mehr, jemals teilzunehmen. Super gemacht, Phil. Hast es versaut. Also, Applaus für Maestrix. Tja, man sollte die Regeln kennen. Hätte er das nicht wissen müssen? Naja, das war jedenfalls ein großartiger Turniersieg. Yep, war das großartig. Sei nicht so gemein zu ihm. Entschuldigt mich, ich gehe gerade zu Phil. Heul. Lass mich allein. Sei nicht albern, du bist ja klein wie ein kleines Kind. Wenn du wirklich Hunger hast, dann stehst du jetzt auf und entschuldigst dich bei deinem Gegner. Wieso denn das? Ich habe mich so auf das Turnier gefreut. Ich wollte unbedingt gewinnen. Hör mir zu. Hier sind die besten Kämpfer der Welt. Du kannst nicht einfach so gewinnen. Eigentlich habe ich den Kampf ja gewonnen. Ja, das hast du. Und für deinen Sieg gibt es niemanden, der in die nächste Runde einzieht. Hättest du deinen Guiding Force nicht eingesetzt, wäre der Kampf für dich verloren gewesen. Nur hat sich jemand schwer verletzt. Yep, verletzt? Dieser Susak hat gleich jemanden umgebracht. Phil. Du bist hier hingegangen, um dein Bestes zu geben und nicht um den Schlechter zu markieren. Wie stehe ich jetzt von Rena und den anderen da? Scheiße. Du hast ein Problem. Ja, deine riesige Selbstüberschätzung. Ich glaube, du hast recht. Ich kann nicht von dem Tag verlangen, dass ich der Beste bin. Ich werde jetzt ins Krankenhaus gehen und mich beim Maestrix entschuldigen. So gefällst du mir schon viel besser. Schweigen. Gehen wir, Gustav. Ja. Der grinst schon so blöd. Wolltest du nicht noch etwas unternehmen? Ja, wollte ich. Yep. Auf zum Maestrix. Hey, wartet mal. Was ist los? Müsst ihr so stur sein? Wieso stur? Der Champion ist doch in der ersten Runde rausgeflogen. Er hat wenigstens eingesehen und entschuldigt sich bei Maestrix für sein unsportliches Verhalten. Ich dachte, er wäre schon nach Hause gerannt. Jeder macht mal Fehler und dass Phil etwas sensibel ist, wisst ihr ja selbst. Etwas? Gustav, markiere keinen. Du würdest nicht mal alleine in den Wald reingehen. Das ist jetzt völlig egal. Yep. Ich gehe dann mal.